Servus, wir sind das Team Speedos von der Uni Augsburg und stellen euch vor, wie wir zu unserer Lösung für den diesjährigen Informatik-Cup gelangt sind. Angefangen haben wir mit einer Auswahl an drei verschiedenen Lösungsansätzen: der Trajektorienplanung, wie man sie beispielsweise aus der Robotik kennt, der Spieltheorie und dem Reinforcement Learning. Unsere Reinforcement Learning-Ansätze haben vermutlich wegen dem sehr großen Zustandsraum und unseren begrenzten Ressourcen für das Training nicht zu dem erwünschten Erfolg geführt. Mit Hilfe der Trajektorienplanung konnten wir andererseits keine Strategie vorgeben, die sonderlich gut auf alle Situationen anwendbar ist. Herangehensweisen wie beispielsweise das Vermeiden von Hindernissen sind zwar in manchen Situationen sinnvoll, in anderen aber langfristig schädlich. Deshalb haben wir uns recht früh für die Spieltheorie entschieden, bei der eine simple Tiefensuche bereits gute Ergebnisse erzielt. Die Tiefensuche muss verschiedene zukünftige Aktionen simulieren und benötigt daher eine kontrollierbare Instanz von Speed, ein sogenanntes Modell. Daher mussten wir als allererstes das Spiel Speed nachimplementieren. Wir haben mit dem Python-Simulationsframework Mesa ein Modell erstellt, das genau so wie Speed funktioniert, aber offline zur Verfügung steht und passend eingestellt werden kann. Hauptaugenmerk beim Design des Modells lag dabei auf transparenten Schnittstellen. Das Modell besitzt exakt die gleichen JSON-Schnittstellen, die auch das Originalspiel zur Verfügung stellt. Somit können wir unsere Algorithmen ohne Anpassungen auf beiden Instanzen ausführen. Für die Wahl unseres Algorithmus haben wir uns durch bekannte rundenbasierte Spiele wie Schach oder Go inspirieren lassen. Einer der bekanntesten frei zugänglichen Schachcomputer ist Stockfish. Der von Stockfish verwendete Algorithmus für das Finden des besten Zuges ist der Minimax-Algorithmus. Diesen haben wir ebenfalls als Grundlage gewählt. Nehmen wir zur Veranschaulichung des Minimax-Algorithmus im Folgenden an, dass es bei Speed nur zwei Spieler und zwei mögliche Aktionen gibt. Der Ablauf des Minimax-Algorithmus lässt sich dabei gut durch eine Baumstruktur darstellen. Ein blauer Knoten repräsentiert eine Situation im Spiel, in der unser eigener Spieler eine Aktion wählt. Die Aktionen werden durch Kanten repräsentiert, an deren Enden sich zwei neue Positionen ergeben, bei denen der Gegenspieler orange am Zug ist. Der so entstehende Baum kann weiter aufgebaut werden, bis das Ende des Spiels erreicht ist. An den Blättern steht damit fest, welcher Spieler das Spiel im jeweiligen Pfad gewonnen hat. Ein Pokal steht für den Sieg von Blau, ein Kreuz für den Sieg von Orange. Schauen wir uns diese beiden Positionen genauer an. Da in der vorangegangenen Position Blau am Zug ist, wählt Blau die maximierende Aktion. Das läuft auf die gleiche Art und Weise ab wie bei allen anderen Situationen. Bei den nun vorangegangenen Situationen ist Orange am Zug und wählt dementsprechend die minimierende Aktion. Dadurch ergibt sich schlussendlich die optimale Aktion für Blau. Wie im Beispiel zu sehen war, ist der Minimax-Algorithmus lediglich für zwei Spielerprobleme ausgelegt. Bei Speed handelt es sich jedoch um ein Multiplayer-Spiel. Weitere Recherchen zeigten, dass es passende Erweiterungen wie beispielsweise Paranoid, Max hoch N, Best Replay Search oder Multi-Minimax gibt, die auf Speed anwendbar sind. Praktischerweise wurden all diese Algorithmen bereits an Light Cycles, einem zu Speed sehr ähnlichem Spiel, gegeneinander getestet. Dabei konnte sich in über 20.000 Spielen der Multi-Minimax-Algorithmus durchsetzen, weshalb wir ihn schlussendlich auch in unserer Lösung einsetzen. Beim Multi-Minimax-Algorithmus tritt der maximierende Spieler, in diesem Fall Blau, immer isoliert gegen einen seiner Gegenspieler an. Nachdem jeder Gegenspieler isoliert betrachtet wurde, wird die optimale Aktion basierend auf dem besten Gegenspieler gewählt. Dabei verwendet der Algorithmus für jeden Gegenspieler die zuvor erläuterte Minimax-Routine. Ein Problem besteht aber immer noch. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass wir Spielpfade immer bis zu einer Endstellung simulieren können. Das ist unter Betrachtung der Zeitvorgabe aber extrem unrealistisch. Daher brauchen wir ein Mittel, um nicht-finale Spielsituationen numerisch bewerten zu können. Schauen wir uns auf der Suche nach einer Bewertungsgrundlage folgendes Beispiel genauer an. In dieser Situation muss Blau eine Aktion wählen.
Zur Vereinfachung betrachten wir lediglich eine Drehung nach links und eine Drehung nach rechts als mögliche Aktionen. Wir würden in dieser Situation die Drehung nach rechts bevorzugen, da wir dem Gegner den Weg abschneiden und uns selbst somit mehr freie Fläche des Spielfelds sichern. Die Frage ist nur, wie lässt sich das algorithmisch umsetzen? Dabei sind wir auf die sogenannte Voronoi-Heuristik gestoßen. Diese wird bereits bei ähnlichen Spielen verwendet. Für die Voronoi-Heuristik wird berechnet, wie viele Felder ein Spieler theoretisch vor allen anderen Spielern erreichen könnte. In der abgebildeten Spielstellung könnte unser Spieler 213 Felder zuerst erreichen, der gegnerische Spieler 80. Die Bewertung der Spielstellung erfolgt nun über die Bildung der Differenz zwischen den beiden Feldgrößen. Analog werden auch alle anderen Spielsituationen der Blätter bewertet. Optimale Aktionen führen zu Spielsituationen mit einer möglichst hohen Differenz. Durch die Voronoi-Heuristik versucht unser Spieler also, sich möglichst viel Raum zu sichern und gleichzeitig Gegenspielern Raum zu verweigern. Das führt zu einem aggressiven, aber intelligenten Spielstil. Unser Multi-Minimax-Baum kann in der vorgegebenen Zeit nicht vollständig aufgebaut werden, also bis zur Endstellung. Wir wollen die gegebene Zeit aber natürlich möglichst effizient nutzen und das ohne sie zu überschreiten. Auf der einen Seite wollen wir gewährleisten, dass nicht nur eine Aktion tief evaluiert wird, auf der anderen Seite aber auch, dass nicht zu viele Spielstellungen zwischengespeichert werden müssen. Deshalb verwenden wir das sogenannte Depth-First Iterative Deepening, das ein Kompromiss zwischen Breitensuche und Tiefensuche ist. Der Baum wird dabei mittels Tiefensuche immer nur bis zu einer maximalen Tiefe x evaluiert. Das heißt, wir kennen zu jedem Zeitpunkt den besten Zug bei einem Lookahead von x. Sobald Ebene x dann abgeschlossen ist, wird der Baum bis zur Ebene x plus 1 durchlaufen. Das passiert so lange, bis die Zeit abgelaufen ist. Der zu wählende Zug ist dann der beste Zug aus der Tiefe, die noch komplett durchlaufen wurde. Man könnte meinen, ein großer Nachteil liegt darin, dass Knoten weiter oben im Baum wiederholt ausgeführt werden müssen. Wenn wir allerdings die Anzahl an auszuwertenden Spielsituationen für 3 Züge im Voraus mit denen für Tiefe 4 vergleichen, fällt auf, dass dies aufgrund des exponentiellen Wachstums kaum eine Rolle spielt. Um den Minimax-Baum effizienter zu gestalten, verwenden wir Alpha-Beta-Pruning. Dabei werden Äste, bei denen erkennbar ist, dass sie zu keinem besseren Resultat führen, frühzeitig abgeschnitten. Die Komplexität der evaluierten Stellungen verringert sich dadurch in etwa um die Wurzel. Zusammen mit der Voronoi-Heuristik stellt der Multi-Minimax-Algorithmus unseren Basisagenten dar. Bei unserer Softwarearchitektur haben wir viel Wert auf Testbarkeit, Zuverlässigkeit und vor allem Erweiterbarkeit gelegt. Deshalb konnten wir leicht und schnell neue Funktionalitäten implementieren und meist auch direkt evaluieren. Eine unserer ersten Erweiterungen ist das sogenannte Wallhugging. Dieses Wallhugging. Dabei gewichten wir in unserer eigenen Voronoi-Region offene Felder höher als Felder mit mehr Wänden. Das führt dann automatisch dazu, dass unser Agent an Wänden entlang fährt und damit seinen eigenen Platz nicht verbaut. Zudem ist unser Agent mit einer Endgame-Erkennung ausgestattet. Eine Endgame-Situation liegt vor, sobald wir keinen Gegner mehr direkt erreichen können, ohne dabei über eine Mauer zu springen. Sobald wir uns in einem Endgame befinden, simulieren wir nur noch die eigenen Züge und ignorieren das Verhalten der Gegner. Damit können wir mehr Züge simulieren. In einer gewinnenden Position füllen wir so unseren verfügbaren Bereich optimal aus und warten darauf, dass dem Gegner der Platz ausgeht. Wenn wir in einer verlierenden Position sind, evaluieren wir so mehr Möglichkeiten, aus dem eigenen Bereich herauszuspringen und somit das Endgame aufzulösen. Außerdem haben wir noch die Anzahl der betrachteten Gegenspieler und die Größe des Spielfeldes für unseren Agenten reduziert. Dabei schließen wir Gegenspieler aus, die wir nicht erreichen können, weil sie eine Wand von uns trennt, ein weiterer Spieler dazwischen positioniert ist oder weil sie außerhalb unseres betrachteten Sichtfeldes liegen. Dadurch verringert sich die Komplexität des Spiels sehr stark und wir können höhere Tiefen mit unserem Multi-Minimax-Algorithmus erreichen und damit mehr Züge des Spiels simulieren. Die Voronoi-Heuristik zusammen mit den Erweiterungen, die ich gerade gezeigt habe, fördern das aggressive Verhalten unseres Agenten. Anstatt sich möglichst weit weg von allen Gegnern aufzuhalten, sucht unser Agent die lokale Konfrontation und versucht einen Gegner nach dem anderen zu eliminieren.